Spannendes gewesen, muss man sagen. Das hatten wir im letzten Jahr auch schon. Die Parade wird angeführt von zwei Mini-Trabern, ausgestattet mit der deutschen und mit der französischen Flagge. Und dahinter dann die 11 Protagonisten dieses Rennens Grand Prix der Gelsenkirchen, die vorletzte Etappe, bevor es dann in 2 Wochen in Mons in Belgien zum großen Finale kommen wird. Parade wird angeführt von Cyril Daton, das ist die Startnummer 1. Im Sulky sitzt Hanna Huygens. Dahinter mit der 3. Gehen Sie mal ein bisschen schnell aufs Bild hier. Junge Frau. Von Declat Gloire und Loris Garcia. Dann geht es weiter mit der 7, Désir Castellet und Gunther Leux. Startnummer 8 dahinter, Dreamer de Genu mit Christophe de Grote. Stelle. Die nächsten beiden dann da außen, das ist Désir Castellet, der Innenseite folgt Cicero Noir, dann an Position 5. 17,5 die nächste Zwischenzeit, eine Runde jetzt zurückgelegt, die Curie Genilou an der Spitze. Curie Genilou führt außen, Declat Gloire in der zweiten Position, dann versucht auch Cicero Noir außen nachzusetzen, an der Innenkante Dreamer de Genu. Die nächsten beiden sind Declat Gloire außen, die haben wir hier an der Innenseite, dann Philou de Berger mit Cyril Atom an der Innenkante zu sehen. Und die letzten beiden, das sind Easy Rider. Und neben Easy Rider dann ist es Désir Castellet an vorletzter bzw. Ecke, die beiden streiten unter sich. Das sind immer noch Écurie Genilou und aus Declat Gloire lässt nicht locker. Zielgerade ist erreicht. Écurie Genilou, Declat Gloire, Écurie Genilou und Declat Gloire im Kampf um den Sieg unter sich. Écurie Genilou mit dem knappen Vorteil, aber Declat Gloire kommt näher. Écurie Genilou, Declat Gloire, Écurie Genilou, Declat Gloire außen. Die schenken sich in nichts. Écurie Genilou und Declat Gloire, knappes Ende bis zum letzten Meter. Das hat vielleicht gereicht für Écurie Genilou gegen Declat Gloire. Und auch dahinter war es eng zwischen Diable de Noyer und Dreamer de Genu auf den Plätzen 3 und 4. 1:09.4 die letzten 500 Meter dieses fantastischen Finales hier im Grand Prix de Gelsenkirchen. Fantastischer Écurie Genilou. Neben mir steht Michelle Herrmann, die wird übersetzen. Michelle wird übersetzen. Ben, herzlichen Glückwunsch erstmal. Ben, Écurie Genilou, für dich ein ganz besonderes Pferd. Für vous c'est un cheval spécial. Très spécial. Très très spécial. Il a gagné 22, 23 courses avec, c'est énorme. Er hat schon 23 Rennen mit ihm gewonnen und er findet das ganz klasse.
Du hast insgesamt 167 Rennen gewonnen und mit ihm 23 Rennen. Das ist, glaube ich, das beste Pferd, das du je gefahren hast, oder? Vous avez gagné 127 courses et 23 avec lui, donc c'est lui le meilleur dernier, quoi. Oui, oui, c'est le meilleur de très loin. Biden, der Beste. Was macht Écureuil Genilou so besonders? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial à Écureuil Genilou? Très dur, un mental de guerrier. Sehr schwer und halt ein Moral von Sieger. Und Écureuil läuft seine besten Rennen. Kannst du mehr? In Vincennes wollte es bislang nicht so klappen. Werdet ihr es diesen Winter nochmal in Vincennes versuchen? Écureuil Genilou gagne ses meilleures courses à Cannes. Vincennes, il est un peu moins bon. Vous allez retourner à Vincennes quand même? Il est possible qu'on y retourne. C'est pas qu'il est moins bon, c'est juste qu'on n'y a pas trop pour gagner avant de finir le week-end. Er ist nicht weniger gut in Vincennes, das ist nur, dass er, sie sind nicht dahin gegangen, um zu gewinnen, der wollte vorbereitet werden für Cannes, für den Meeting. Der nächste Start wird sicherlich das Finale in Amiens, in Mons sein, auch wieder gegen Éclat de Gloire. Wie ist ein anderes Rennen, die Distanz wird ein bisschen kürzer sein, Linkskurs, ist das, spielt das eine Rolle? Prochaine fois, c'est Amiens, vous allez encore rencontrer Éclat de Gloire, c'est à gauche. Et c'est un peu plus, la distance est moins grande. Ça va être plus difficile pour lui? Non, pas du tout. Normalement, il devrait être plus de cœur. Normalement, il y a un jour et demi. Denkst du, dass du auch in Mons gewinnen kannst, oder ist das für Éclat de Gloire dann die kürzeren Distanzen Vorteil gegenüber Écureuil Genilou? Vous pensez que vous allez gagner à Mons ou vous pensez que la distance sera meilleure pour Éclat de Gloire? Ça va être un beau match, oui. Qui va gagner, je ne sais pas, on verra. Guter Kampf, richtiger Kampf, wer gewinnt, weiß er nicht. Vielen Dank, Benjamin, es war toll, dich hier zu haben. Ihren herzlichen Applaus bitte für Benjamin und für Écureuil Genilou. Ja, ja, klar. Ja, klar. Oh, sorry. Und das war genau diese Serie. Und wir haben grandiose Pferde in dieser Serie sehen. Pferde, die am Prix d'Amérique mit Erfolg teilgenommen haben. Pferde, die wirklich immer sehr, sehr hoch im Ansehen waren. Und wo der französische Verband auch sehr großen Einfluss hinter den Kulissen geltend gemacht hat, damit diese Pferde auf Reisen gingen, um eben auch überall in Europa die Qualität dieser Pferde zu zeigen. Und ich glaube, Sie haben völlig recht, Herr Hützinger, das ist eine Erfolgsgeschichte geworden. Und heute freut es mich ganz besonders. Wir hatten die ersten fünf im Tournament hier. Es war ein grandioser Kampf, es waren tolle Pferde. Ich weiß nicht, wie schnell die Zeit ist. Aber es kann so langsam nicht gewesen sein bei den Zwischenzeiten. Und wir haben großartigen Sport gesehen. Dazu gibt es noch Kaiserwetter. Gelsenkirchen hat sich prima präsentiert. Das war alles perfekt vorbereitet. Auch im Stallgelände war das gut. Uwe Köster mit seinem Team hat hinter den Kulissen das großartig gemacht. Wir haben schon vor dem Rennen auch nur positive Reaktionen gehabt. Und das freut mich natürlich besonders, weil das ja auch nach Frankreich in den inneren Zirkel transportiert wird. Und ich glaube, dass wir da ein sehr ordentliches Standing haben. Und Gelsenkirchen hat dazu beigetragen, dass es so ist, wie es ist. Genau, ganz wichtig. Wir sind noch nicht ganz an einem Ende. Im Großen und Ganzen sind sie vergeben, aber hinterher wird natürlich immer noch zurechtgetauscht. Wir können mit einem Termin an einem Dienstag relativ wenig anfangen. Wir werden im nächsten Jahr ungefähr dieselbe Anzahl an Terminen wie in diesem Jahr haben. Wir haben in diesem Jahr 51 ursprünglich, ich habe zum Schluss waren es 50. Wir werden wieder mindestens 50 im nächsten Jahr haben und wahrscheinlich ein paar mehr als in diesem Jahr. Ich bin sehr zufrieden und habe mich sehr darüber gefreut. Und vor allem, wir haben Termine gekriegt, mit denen man etwas anfangen kann. Es gibt keine Renntage mehr mit zwei Rennen, wie wir sie ja auch schon mal hatten. Wir haben zwei, wahrscheinlich mit drei.
Aber wir haben 40 oder 42 mit jeweils 4. Das ist für jeden Rennveranstalter schon mal wichtig, um die Tore loszuschließen. Und wir haben 2x7 und 1x6. Also das ist dann schon ein kompletter Renntag, wo man tatsächlich auch Höhepunkte drum herum stricken kann, um auch den Besitzern sehr viel Wetter zu bieten. Wir werden im nächsten Jahr wieder bei einer guten Million an Rennpreisen rauskommen, die wir für diese Genehmigungen zur Verfügung stellen können aus dem Boden. In diesen Zeiten ist das etwas, was mich unglaublich freut, und das ist der Leuchtturm, wir müssen nicht drum herum reden. Sehr viele Veranstalter könnten ohne diese Hebelungen einfach nicht mehr so sein. Eine Frage: Die Uhrzeit und die Anzahl der Starter entscheiden über den Umsatz, nicht unbedingt die Qualität. Wie kann der HVT darauf einwirken, dass wir in Zukunft nicht mehr diese Doppelrenntage haben, dass wir die Pferde, die wir haben, wir haben ja zu wenig Pferde, besser verteilen können? Wird es da ein bisschen mehr Vernunft von den Rennvereinen geben, dass wir im kommenden Jahr nicht mehr dieses Doppelfiasko haben? Habe ich da ein bisschen Ironie rausgehört? Nein, also wir müssen uns dieses Wertes der Rennen einfach mehr bewusst werden. Das ist Goldstaub und wir haben vernünftig damit umzugehen, Punkt. Und wir sollten also tatsächlich auch sehen, dass die Leute, die eben diesen ganzen Zirkus finanzieren, natürlich auch ihr eigenes Geschäft machen können. Und ihr eigenes Geschäft heißt, wenn es geht, mindestens 10 Starter, so dass eine Mini-Multi gespielt werden kann, die Mini-Multi allein ist 100.000 Euro Umsatz Mehrwert. Und diese Dinge müssen wir jetzt einfach in den Blick nehmen, und wir sollten diese PMÜ-Termine des nächsten Jahres tatsächlich schützen. 5 Tage davor und 5 Tage danach sollte es in der jeweiligen Region keine Rennen geben, und dafür werde ich mich bei der kommenden Terminvergabekonferenz einsetzen. Notfalls muss man Parade in 3 Minuten noch 3 Minuten bis zur Parade. Anders wird es nicht gehen. Genau, so sehe ich es nämlich auch, und ich hoffe, dass da bei allen Rennvereinen auch entsprechend die Vernunft einkehrt und dass wir so mithilfe der PMU den deutschen Trabrennsport wieder aufbauen können, weil der Sport, den die deutschen Trabrennsportler, den die Pferde zeigen, den die Fahrer zeigen, der ist absolut gut genug, nur wir müssen in unserer Vermarktung besser werden. Wir haben wirklich Qualität anzubieten, und das ist das, was mich freut. Und dass wir immer noch ein Qualitätsprodukt herstellen, sieht man doch daran, welche Umsätze diese Rennen im Ausland machen. Wenn sie nicht so gut wären, wie sie sind, wenn wir nicht so viel Qualität in der deutschen Zucht hätten und Gott sei Dank auch noch bei der Veranstaltung und bei der Durchführung dieser Rennen, dann hätten wir die Umsätze nicht. Unser Produkt ist Qualität. Nur wir müssen selber auch darauf achten, dass das so bleibt. Vielen Dank, Heinz Zell. Dirk, wir haben uns ein bisschen lang gefasst. Jetzt bitte die Quoten und dann geht es gleich weiter. Dankeschön.